Jetzt noch links um die Ecke und dann kommt die nächste Tür. Fast. Da war der große Komplex. Hier ging's raus. Gut. Ja, ich habe es ein bisschen eilig, weil ich finde X8 verdammt nervtötend auf Dauer, weil wir sind ja jetzt auch schon ein Weilchen hier. Hallo. Testergebnisse. Ungewöhnliches Exemplar. Aufgabe abgeschlossen. Datenbeschaffung. DNS-Agent extra gewährt. Ihr Studium der Abscheulichkeiten, die am Big MT erschaffen wurden, gewährt Ihnen einen Schadensbonus von 10% gegen Nachtpirscher. Okay, das ist eine Menge. Wow. Erstmal dran stellen wieder. Nein, ja, dauerhaft 10% mehr Damage gegen Nachtpirscher ist wirklich eine Menge, finde ich. Also ist schon nicht schlecht. Ist schon gut. So, wieder nach Big MT. Mir gehen langsam die Ideen aus, wo wir hingehen können. Wir haben ja nicht so viel Sidequest-mäßiges bekommen. Aber ich habe ja schon so ein paar Sachen gefunden. Anhand unserer... Finden Sie die vielen Module für das Becken? Ja gut, die kann ich aber nicht per Karte einsehen, oder? Doch, kann ich. Okay, ach so, das war die Hauptquest vom Becken, okay. Ja, dann machen wir erstmal X2, seltsame Übertragung. Wir wollen ja nicht der Reihe nachgehen. Wir wollen ja selber ein wenig erkunden. Ich glaube, wir sehen das gerade das erste Mal bei Tag und ich glaube, dahin kommen die Datenübertragungen rein. Das sieht auf jeden Fall ganz stark danach aus, als wenn es das sein könnte. Eine riesige Radarschüssel lockt halt doch schon Aufmerksamkeit auf sich. Ja, wir haben ja sogar eine Treppe zum Runtergehen. Wow. Ah ja. Erinnert mich spontan an die Radarschüsseln im Norden von Fallout 3. Aber ist dann jetzt, vor allem nachdem das Modell geladen wurde, ist das Ganze nochmal ganz anders. Vor allem sieht das aus wie eine recht kleine Anlage. Da oben ist eine Tür. Das heißt, da kann uns nicht so viel erwarten. Das heißt, das ist auch nur ein kurzer Nebenausflug. Außer es gibt weitere Radarzentralen und das Ding schickt uns hin und her. Das könnte natürlich auch sein. Ich ahne sowas, also ich kenne Bethesda inzwischen. Ich habe viele Spiele von Bethesda gespielt und weiß, wie die manchmal drauf sind. Und das sieht aus wie ein Lager der Enklave. Wer weiß, vielleicht hat Big MT ja Enklave-Technologie bereitgestellt. Das weiß ich nicht. Kann ja gut sein. Erstmal checken wir die Kisten. Da gibt es immer Mentats und anderes cooles Zeugs. Und mein Spiel hat sich minimiert. So, ein erneuter Blick in die Kisten, nachdem das Spiel echt krass hängen geblieben ist. Es hat sich einfach minimiert, keine Ahnung. Das macht es irgendwie auch nur im Big Mountain. Ich weiß nicht, wofür das Zeichen steht, aber ich gehe da rein. Oh oh. Oh oh. Wow! Ich hab dich schon gesehen. Ich sollte aber erstmal den zu Ende machen. Bösewichte wurden besiegt. Sehr gut. Hab ich noch Plasma? Ein Plasmagewehr in meinem Inventar? Nein, leider nicht. Ich würde gerne meinen Zeit zum Kämpfen. Materiemodulator reparieren. Ich fühle mich irgendwie wohler, wenn der volle Energie hat und mehr Damage macht. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Ja, hier waren ja auch nicht viele Feinde. Gut, Zeit zum Kämpfen. Ich guck mich lieber genau um, weil wir haben bis jetzt überall diese komischen Holobänder gefunden. Und ich will ja keine verfehlen. Auf jeden Fall so wenig wie möglich. Vortreten und aus. Weiß vorzeigen. Gesetzestreue Bürger. Ja, hier ist irgendwo noch ein Protektron. Den werde ich dann einfach mal über den Haufen braten. Ihr Hunger hat zugenommen. Dann wollen wir, bevor wir ihn über den Haufen braten, noch nur Brockblume essen. Nein, Bramenfleisch. Stärke minus 1 kann uns gerade egal sein, weil wir nicht an der Tragekapazität grenzen. Angrenzen. Das war's. Ja, war nicht viel. Der Anzug, ich gewöhne mich langsam an ihm, aber trotzdem ist es noch unheimlich, finde ich. Zack. Holzkiste. Nehme ich mit. Ich nehme auch das Klebeband mit, für später Reparatursätze bauen.
Schachtel Zigaretten. Wunderkleber. So. Was haben wir hier? Korken. Wir gehen mal weiter. Ich glaube, hier oben bin ich falsch. Nur Spaß. Was? Hat gerade der Anzug versucht, mich zu verarschen? Ist das gerade echt passiert? Oh Mann. Bifester, was tut ihr mir hier an? Okay, wir sehen uns hier drin nochmal ein bisschen genauer um. Da sollte ich hoch, okay. Ich fühle mich direkt von der Seite angezogen. Ich weiß nicht warum. So, was haben wir denn hier? Ein Sturz nach unten. Vielen Dank auch. Stimulant. Ja. Wir haben wieder einen Erfolg gemacht. Wir nehmen die Antenne. Sie versuchen wohl, die X2-Transmitter-Antenne zu stehlen. Was? Das werden meine tödlichen Roboskorpione sicher zu verhindern wissen. Ja, wir haben noch ein Level Up. Erstmal 6 Punkte in Energiewaffen. Dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich denke mal, reparieren gehen wir als nächstes an. Falschen sind wir ganz gut derzeit. Obwohl, wir gehen mal... Bevor wir reparieren gehen, weil wir haben gerade eh nicht viel, was wir verreparieren könnten. Gehen wir erstmal auf Falschen, damit wir bessere Dialogoptionen kriegen. Und gucken mal, was neu gekommen ist. Lektion gelernt! Das Ödland hat ihnen einige andere Lektionen erteilt, aber sie können sich an alle erinnern. Sie erhalten 1% mehr Erfahrung pro Stufe, zum Beispiel 25% Erfahrung auf Stufe 25. Ja, das bringt mir jetzt nicht so viel, weil das ein Perk ist, der später Verschwendung wäre im Spiel, weil am Ende kriegen wir keine Erfahrungspunkte mehr. Unersättlicher Laser kennen wir schon. Laser-Commander kennen wir auch schon. Ja, wir haben leider nicht so viel, was wir skillen können derzeit. Irgendwie laufen wir skillmäßig im Kreis. Durch Kernschmelze geben Gegner, die sie mit Energiewaffen erledigt haben, eine Corona gefährlicher Energie ab. Hinweis, dies kann zu einer Kettenreaktion führen. Das ist neu. Das lasse ich mal angeklickt und gucke mir alles andere an. Da kommt ja auch oft mal was dazu, weil wir skillen. Ja, okay, dann nehmen wir wohl die Kernschmelze. Schluss mit Schleichen. Wow! Es wird gekämpft. Auf Wiedersehen. Los, meine Schergen, stecht sie im Namen all dessen, was mit... So. Ja, das war die Corona der Kernschmelze, denke ich mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was eine Corona ist. Was? Da unten ist jemand? Etwa ein Laserskorpion? Wow! Da ist noch einer. Nimm das. Es wird helfen. Kann es sein, dass jetzt jeder Gegner in dieser Explosion kaputt geht? Ich habe das so verstanden, dass da eine Chance besteht, dass es mal passiert. Aber bis jetzt ist ja jeder Gegner. Bis jetzt sind es 100% Wahrscheinlichkeit. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Okay, ja, ich denke mal, der Perk könnte noch ganz nützlich werden. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Aufgabe mit der Radarzentrale war. War das doch die Hauptquest? Ja, ich will aber erstmal alle meine Freunde, ich will die Module einsammeln. So. Wir gehen kurz auf Abstand. Ich will den Artillerie-Skorpion erstmal weghaben. Jetzt ist der da hinten zum Artillerie-Skorpion geworden. Also irgendwie hilft mir das nur geringfügig weiter. Und den will ich nicht erschießen, während ich vor ihm stehe und halt meine Gegner in die Luft sprenge. Nur sein Stachel guckt raus und trotzdem werde ich getroffen von allen beiden. Kann der mal seinen Stachel einziehen? Danke. Das hält dich auf den Beinen. So.
Sie haben das extra Schraubenkopf, Rang 3 erhalten. Okay, ja, kann ich verstehen. Wir kämpfen ja gegen verdammt viele Roboter. Allein die ganzen Trainingsgänge jetzt immer, ne, ist ein wenig viel Robotergemüse gewesen. Ich erkenne da oben keinen Gegner. Beim besten Willen nicht. Gut, wir gehen weiter Richtung Nordost von hier aus. Denn wir wollen die anderen Module, Schaltkasten. Ich wusste gar nicht, dass man die aufmachen kann, die Dinger. Okay, wieder was entdeckt. Ja, geil. Unsere Munition wird langsam knapp. Wir bräuchten eine neue Impulswaffe, glaube ich. Oder Flammenwerferbrennstoff. Moment, der Flammenwerfer ist auch eine Energiewaffe und ist Nahkampf. Kriegen wir jetzt, also ist einigermaßen Nahkampf. Kriegen wir jetzt, wenn wir mit dem Flammenwerfer Gegner töten, auch diese Kernschmelze? Das fände ich uncool. Weil dann kriegen wir ja immer Damage ab. Wäre natürlich cool, wenn uns auf irgendeine mysteriöse Art und Weise die Corona heilen würde, aber...